Hallo Leute, euer Mr. D ist wieder am Start. Willkommen zurück bei GTA 5. Die Welt erkunden schon die sechste. Ja, heute erkunden wir aber mal nicht oberhalb die Welt, sondern unterhalb. Ich dachte mir, ich bin gerade noch in so einer Nebenmission. Ich muss 30 U-Boot-Teile finden. Hab jetzt 8 Stück, glaube ich, eingesammelt. Und da hab mir gedacht, komm, die anderen Teile machst du jetzt mal weiter. Mal gucken, wie lange du noch so brauchst. Und dementsprechend machst du daraus ein Video. So, dann werdet ihr mal die Unterwelt so sehen. Und ich habe hier mein super Hightech-Boot, was die Dinger orten kann. Und meinen super Taucheranzug. Und dann würde ich sagen, ab ins Wasser. Und los geht's. Bewaffnet mit meinem Kampfmesser. Mit meinem kleinen Tauchermesserchen. Ab runter in die dunklen Tiefen des Meeres. So, ihr seht, da bringt viel mehr als das. Hier liegen auch Waffen rum, weil das hier ein... Oha! Alter! Also, das ist ein Riesenfrachter, der hier abgesunken ist. Der auch Sachen gelagert hat, die hier auch rumliegen. Wie Waffen. Diese sind aber keine Secret-Waffen, die kann man sich alle im Shop kaufen. Aber wenn ich die einsammle, ist das natürlich Munition für mich. Geil, geil, geil. Ich finde, das sieht auch richtig cool aus. Von der Grafik unter Wasser. Auch mit diesem Sonnenlicht, was ihr hier seht. Richtig geil gemacht. So, hier liegen auch andere Sachen. Die hebe ich auch mal auf. Könnt das denn... Okay. Ach, die kann ich nicht mal einsammeln. Kugelsichere Weste. Und was war das da hinten? Da gehe ich auch mal kurz nochmal gucken. So, was ich auch immer mache ist, wenn ich... Wow, komm, schwimm. Wenn ich das Spiel, also die U-Boot-Teile eingesammelt habe, ein paar. Und sobald ich wieder oben bin am Schiff, an meinem kleinen Bötchen, werde ich immer erst abspeichern. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich nicht abspeichere und mich ein Hai frisst, weil es gibt die Haie, und wenn man von Haien gefressen wird, bekommt man eine Trophäe dafür, aber die habe ich schon. Dann, Leute, ne, wisst ihr Bescheid, bin ich tot, bin im Krankenhaus, muss wieder hier hinfahren, das dauert alles. Und deshalb gehe ich einfach noch aufs Spielladen dann und gehe dann wieder runter ins Wasser. Und genau aus diesem Punkt immer speichern, wenn ich einmal hier oben im Boot bin. Geht ja auch ruckzuck, das ist ja so geil. So, weiter geht's. Wir gucken mal jetzt, wo das nächste ist. Ich muss jetzt, okay, da könnte jetzt, da denke ich mal, ist jetzt kein Hai. Das ist so, ja, in der Mitte der City, sag ich mal so. Da hinten gibt es nichts hier. Okay, dann fahre ich mal jetzt dahin. Und dann geht es erstmal weiter. So, ich hoffe, dass ich euch natürlich noch ein bisschen mehr zeigen kann. Ich meine, 17 Teile brauche ich noch. Muss ich euch noch, oder will ich euch noch gerne demonstrieren. Worum geht es überhaupt in der Quest? Ja, ich habe so ein, ja, eine Frau. Die hat ihren Mann, ich sag jetzt mal, umgebracht. Und die will, dass ich die U-Boot-Teile finde. Der Mann ist... ja, mit dem U-Boot abgesunken und wollte weiße Haie irgendwie retten. Und die Frau will jetzt, dass man die Teile findet und will das dann FBI geben, um zu sagen, yo, mein Mann ist tot und dann will die Lebensversicherung haben. Ja, und so wie die mit mir geredet hat, hat sich das schon sehr danach angehört, als die Mörderin ist. Aber gut, sie sagt, sie gibt mir auch was Geld davon. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel es ist, ob es mir was gibt oder vielleicht auch eine Villa, mal gucken. Auf jeden Fall sammle ich jetzt gerade die Dinge ein, weil das die einzige Nebenquest auch ist, die ich noch machen kann zurzeit. Wobei, da gibt es noch eine andere. Da muss ich so Schilder umfahren, aber... naja, nicht so prickeln, sag ich mal so. So, kann ich jetzt da durchfahren? Ich will jetzt nicht riskieren. Ich fahre einfach lieber außen rum, bevor mir das da zu eng ist. Und ich dadurch Zeit verliere, beziehungsweise mein Boot irgendwie kaputt geht. Ja, hätte ich nicht durchgepasst, auf keinen Fall. Und ich dann mir ein neues holen muss. Weil ich kann die Teile nur mit diesem Boot hier, mit diesem speziellen Boot... auffinden, weil das wird mir zu der Quest dazugelegt. Genau, genau wie dieser Taucheranzug kriegt man dann solche lauter Sachen freigeschaltet. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Boah, der erste Hai hat mich extrem erschrocken. Den allerersten Hai, den ich gesehen habe, boah, so unnormal. Ich so, what the fuck? Dann war ich, aber ich bin nicht abgetaucht, ich war oberhalb. Und da schwimmt so eine Flosse neben mir. Und dann siehst du so einen dunklen Schatten, der unter dir schwimmt. Und denkst so, what the fuck, was ist das, ne? Dann denkst du, nein, nein, ernsthaft, dann tauche ich kurz ab, guck, es ist einer, schnell nach oben wieder, dann schwimmt er die ganze Zeit an mir vorbei, auf einmal verpisst er sich, also ich habe den nicht mehr gesehen, ja, dann hat dieser Drecksack mich unter Wasser gezogen, mich gefressen. Aber gut,
ich meine, wenn man mal davon absieht, ist das schon ganz cool gemacht. Man kriegt eine Trophäe dafür, kann den auch mit dem Messer natürlich umbringen. Diesen Hai habe ich jetzt nicht gemacht. Da kam ich nicht zu, ist auch ein bisschen schwer unter Wasser da den ja abzustechen. Aber es geht. Ist auch die einzige Möglichkeit. Falls jetzt in dieser Episode hier, also beziehungsweise in meinen ganzen Taucheraktionen hier jetzt kein Hai kommen sollte, was ich bezweifle, dann werde ich euch trotzdem auf jeden Fall einzeigen, weil ich habe am Ende, ich habe so einen Spielspeicherstand gemacht, wo ich direkt bei einem Hai bin. Also von daher, ihr werdet auf jeden Fall jetzt einen Hai sehen in dieser Episode. Entweder jetzt gleich oder spätestens am Ende. Ja. Ich bin noch am Überlegen, ob ich noch so eine Episode mache, da geht's um die Tierwelt. Also ich kann ja ruhig schon mal sagen, was ich für Tiere entdeckt habe. Und dann werde ich vielleicht mal sowas machen, dass ich jedes einzelne Tier euch zeige. Einmal tot und lebendig. Warum auch tot? Weil wenn die weglaufen, kann man die sich nicht so angucken von der Grafik und so weiter. Aber auch wenn die sich bewegen, ist das mal ganz cool, was es alles gibt. Deswegen habe ich schon alle möglichen Tiere erschossen, um einfach mal zu gucken, wie die so aussehen, die Augen auch und so Kram. Aber auf jeden Fall muss ich kurz mal auf die Karte gucken und dann sage ich direkt, wie es weitergeht. Okay, ich muss jetzt da rumfahren und dann geht es da erstmal weiter. Gut. Oh mein, da muss ich so einen riesen Bogen fahren. Egal. Was habe ich schon für Tiere entdeckt? Vögel, darunter Raben, Geier, Adler und Möwen. Hunde, darunter Golden Retriever, Labrador und Pitbull. Dann habe ich Wildkatzen, darunter nicht Leopard, sondern so, ja, eine Löwin. Ein Löwe halt, aber weiblich, eine Löwin. Was gab es noch? Wildschwein, also wirklich Wildschweine, die da einen hinterherrennen und einen mit den Hörnern quasi aufspießen. Dann normale Schweine, dann gibt es Enten, Klapperschlangen, Unterwasserschlangen, vielleicht finden wir einen, mal gucken. Ein Zitteraal gibt es hier vielleicht auch, habe ich noch nicht gesehen, aber mal gehört. Mal gucken, ob es hier Zitteraal gibt, habe ich noch keinen, wie gesagt, gesehen. Haie, ob es jetzt auch einen weißen Hai gibt, also so einen großen Hai, keine Ahnung, wäre cool, wäre ein bisschen gruselig, aber ein Hai auf jeden Fall gibt es, oder Haie. Fische gibt es hier, auch alle möglichen Arten von Fischen, darunter auch Schwertfisch, der einen aber, soweit ich weiß, noch nicht angreift. Also mich hat er jetzt bis jetzt noch nicht angegriffen. Doraden und all sowas. Alle möglichen Fischsorten gibt es hier. Mäuse gibt es hier. Und ich glaube, Bären soll es ja auch geben. Auch noch keine gesehen. Aber ein Kollege sagt, er hätte mal einen Bär gesehen. Weiß ich nicht. Leg ich mir in der Hand für dich ins Feuer. Nicht, dass ich den Kollegen nicht glaube. Aber ich möchte natürlich selber den Bär sehen, bevor ich hier 100% sage, jo, die gibt es. Tiere. Ja, ich glaube, das waren alle Tiere, die es gibt, die ich bis jetzt gesehen habe, zumindest waren das alle. Ja, aber schon wirklich viele auf jeden Fall. Ach nee, da gibt es noch hier Wölfe und Kojoten. Richtig geil. So Aasfresser. Ja, das waren jetzt, glaube ich, aber alle Tiere. Überleg nochmal. Ja, müsste sein. So, warum habe ich jetzt hier so ein grünes. Ah ja, genau. Ich muss mal da reinfahren und dann kommt immer dieses. So, dann gehen wir mal wieder unter Wasser. Das ist aber so halb in der Stadt hier. Also, mal gucken, wie das hier unter Wasser aussieht. Gehen wir mal rein hier. Wie gesagt, die Tiere könnte ich euch zeigen. Oh, ist das hier dunkel, ey. Okay. Dann tauchen wir mal. Natürlich kann das Boot auch abtreiben, wenn die Wellen zu stark sind. Dann muss ich das wiederholend hinterher schwimmen. Ah, die Teile, Alter. Ein U-Boot, wo die ganzen Teile hier sich rumtreiben, ey. Ach, das war jetzt nur ein Teil und dafür tauche ich jetzt wieder hoch. Gut. Bleib stehen, Boot. Ihr seht schon, das haut ab, dieser Drecksding. Einsteigen. Dankeschön. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Ich glaube, jetzt muss ich aber zu meinem Punkt da hinten hin. Gucke ich nochmal kurz nach. Weil gerade eben wurde es mir da angezeigt. Ja, jetzt muss ich da hin. Gut, dann kann ich schon noch wegmachen, weil. Da kann ich ja nicht verfehlen hier, wenn ich durch die City düse. Wie soll ich das verfehlen? Guck mal, gibt es ja auch noch irgendwie was? Da hing auch mal ein U-Boot dran. In der Mission muss man das abmachen. Aber leider haben die nicht. Augen auf die Karte richten. Haben die nicht dann noch so ein U-Boot dran hängen? Schade. Egal. So. Flugzeuge. Ja, Flugzeuge. Ihr habt in der letzten Episode gesehen. Kampfjet, wie man den klauen kann und man kriegt ihn nur auf diese Art und Weise und ihr habt mich da nur im Kampfjet fliegen sehen.
Auch da werde ich sehr wahrscheinlich, denke ich mal, eine Episode machen, wo ich nur mal in der Luft unterwegs bin, von Flugzeug zu Flugzeug. Und dann gibt es auch alle möglichen Flugzeuge, die man da hat. Darunter, boah, die ganzen Namen, das sind zu viele. Ich überlege jetzt mal. Moment, erstmal muss ich jetzt hier gucken, wie ich da hinkomme. In der Zeit überlege ich, wie viele Flugzeuge es hier ungefähr gibt. Ja, toll. Muss ich jetzt hier runter? Ah, scheint so. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal kurz runter. Ja, da ist ja eins. So. Wenn ihr nach unten tauchen wollt, müsst ihr den linken Knüppel nach oben drücken und nach oben tauchen, müsst ihr den nach unten drücken. So. Wo das auch viele gefragt haben, wie das Ganze hier ist mit der Steuerung hier. 12 Teile habe ich schon. Da fährt Zug. Den Zug soll man jetzt doch übernehmen können. Das ist, in der ersten Episode habe ich das nicht geschafft, aber es soll machbar sein. Habe ich auch gehört vom Kollegen. Aber wie gesagt, habe ich noch nicht ausprobiert, so wirklich, ob das jetzt geht. Deshalb lege ich dafür meine Hand auch noch nicht ins Feuer. Aber das soll machbar sein, dass man diese Züge fahren kann. Was auch geil wäre. Straßenbahn und Busse, wenn die anhalten an Haltestellen, muss man nicht Dreieck drücken, um die zu klauen. Man kann auch einfach da durch die Türe laufen und mitfahren. Sich da innen drinne umsehen. Man kann währenddessen auch drin im Bus oder in der Bahn laufen. Richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Sehr interessant. Und jetzt suchen wir erstmal das nächste Teil. Flugzeuge, wie viele gibt es ungefähr? Ich überleg mal. So, drei Hubschrauber. Propellerflugzeuge waren das, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier. Glaube ich, sieben. Sieben oder sechs oder sieben. Und dann gibt es noch, ja, Kampfjet halt. Ja. Ungefähr so, ich sag jetzt mal grob eine Zahl, alle insgesamt kommt man auf jeden Fall über 10 Flugzeuge. Also mit Helikopters dazu gezählt, so, ne? Als in einem über 10 kommt man da auf jeden Fall. Und das ist schon eine ordentliche Anzahl, wenn man bedenkt, hier GTA 4, mit zwei Helikopter, wie süß. Haben die sich schon deutlich hier gesteigert. So muss das auch sein. So, ja, komm. Ja, ja, ja. Bleib stehen. Ach komm, Boot, Bötchen. Dankeschön. So, einsteigen. Hier speichere ich auch gerade dran nicht ab, fällt mir so auf, weil hier sind keine Haie. Wenn hier Haie wären, wäre das schon echt bitter. Stellt euch mal eine Multiplayer vor. Einer will abhauen, will hier nur rüberschwimmen, wird vom Hai gefressen. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Was? Ich muss da rein? Okay. Dann drehen wir mal um. Ich meine, hier die Gegend, die ich euch jetzt gerade zeige, ist jetzt hier nicht die beste. Die ersten 8 Teile waren deutlich interessanter, aber ich habe mir gedacht, komm, die sammelst du schon mal vorher ein paar Teile, weil ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme hier sonst wird, ne? 40 Minuten unter Wasser wäre cool, bestimmt, auf jeden Fall für euch. Aber 40 Minuten ist schon ein langes Video. Ich versuche immer so, ja, so 30 Minuten zu halten maximal und so 20 Minuten ist auf jeden Fall eine gute Länge. Boah, warum ist das hier so hell? Also so halbhell. Runter, warte mal. So, abtauchen. So, muss das Teil hier irgendwo sein. Ich glaube, das müsste da oben drauf liegen, oder? Boah, ey, das ist ja extrem dunkel, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt gerade. Ah, da ist es, da ist es. Da ist es. So. Sammel ein, Dankeschön. Und ab nach oben. 14 Teile haben wir schon. Noch 16 und ich bin gespannt, was die Frau macht. Man kann die Frau zum FBI gehen lassen, man kann die auch töten. Das weiß ich auch schon. So, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und hier findet ein Rennen statt. Das, da nehme ich aber noch nicht dran teil, weil ich ja gerade in einer Nebenquest bin. Muss ich, ach, jetzt muss ich wieder zurückfahren. Boah, ist das ätzend. Kann man nicht einheitlich irgendwie hier eine Spur bleiben, ey? Und wieder umdrehen. So, weiter geht's. Ja, später komme ich zu Skype, aber nicht jetzt. So. Da, 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 da. Wir gehen ins Wasser. Das Wasser sieht hier, wie ihr mal seht oder sehen könnt noch, habt ihr es glaube ich nicht so wirklich bis jetzt sehen können. In der Stadt, das Wasser hier ist übelst dreckig. Wenn man mal raus aufs Meer fährt, schön blaues Wasser. Alles sauber. Gut, ist jetzt auch ein bisschen dunkler das Wasser, ne? Wegen dem, weil es jetzt hier Nacht ist und nicht Tag, aber. Wisst schon, was ich meine, ne?
Was sowas angeht, verschmutzen die Menschen echt die Welt. Das ist echt nicht schön. Nicht mehr schön anzusehen. So. Jetzt nicht nur aufs Spiel bezogen, ne? Auch generell, das ist echt die Härte, was Menschen da manchmal ins Wasser werfen. Bleib stehen. Bötchen. Put, put, put. Bleib stehen. Man kann auch einen ganzen Neoprenanzug anziehen. Muss man vorher zum Kleiderschrank gehen. Braucht man aber nicht zum Schwimmen. Wenn ich jetzt jedoch auf dem Land gehe, zieht er automatisch die Taucheranzug hier aus. Und ja, ich muss immer in diesem Boot hier sein, damit ich schwimmen kann. Also, beziehungsweise tauchen kann. Weil dann kriegt er automatisch den Taucheranzug. Den kann ich nicht so permanent anziehen, das geht nicht. Ist auch schade, aber ja, geht halt nicht. Kann man nicht ändern. So, 15 Teile habe ich schon. Oh, wow, 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 wow. Und stopp. Und raus hier wieder. So, langsam fahren wir auch wieder aufs Meer. Das heißt, es wird gleich wahrscheinlich doch ein bisschen was Spannendes zu sehen sein. Ein paar Schiffe unter Wasser und so. So, wo ist der Teil denn jetzt? Da ist es, da ist es. Es blinkt, es blinkt. Da, 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 da. Und yeah. Ne, Mission machen lohnt sich aber auch. Aber ich würde die auch am Ende erst machen. Erstmal die Story machen, weil die laufen ja nicht weg, die Nebenmissionen. Und man bekommt dadurch auch Sachen freigeschaltet, wie gesagt. Fallschirmplätze, Anzüge bekommt man frei, Motocross-Anzüge und all sowas. Das ist auf jeden Fall schon ganz geil. Geld natürlich auch. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber das ist auf jeden Fall auch schon immer lustig, die Szenen. Vor allem die Szene mit Trevor, die sind mal ganz bescheuert. Mit dem komischen Vogel da. So, gehen wir auch nochmal raus. Zack. Ab ins Water. Einmal Dreieck drücken und er geht direkt ins Wasser von selber. Was war das? Ah, okay. Ich dachte schon Hammerhai. Ein Hammerhai. So, und ab ins Wasser. Aber jetzt Tag zu haben wäre schon schön. Da kann man das Wasser viel besser sehen. Viel besser. Ach, wohin schwimme ich denn? Ich will nicht zum blauen Punkt. Ich will das Teil einsammeln. Das war doch gerade. Ich habe es eben gesehen. Da ist es doch. Na, oh, ich schwimme nicht vorbei. Alter, jetzt muss ich hier eine Kurve fliegen, oder was? Nein. Eine Kurve unter Wasser, weißt du? Vor allen Dingen fliegen unter Wasser. So sieht's aus. Ey, für jedes einzelne Teil jetzt tauchen, das ist doch mal... Boah. Man hat ja auch Teile, wie gerade eben, habt ihr gesehen, beim Schiff. Konnte ich ganz viel auf einmal einsammeln. So muss das auch sein, ey. Aber hier... Das zieht sich gerade, ey. Das zieht sich gerade, ey. So, zurück. Also wie gesagt, von den Flugzeugen her werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar zeigen. Und die Tierwelt, da werde ich einzelne Episoden draus machen. Wo ich mal die Tiere zeige oder ein paar Tiere zeige, wie die rumlaufen und so weiter und so fort. Und jetzt gehe ich erstmal wieder speichern, weil ich denke, jetzt geht es wieder in die gefährliche Zone. Werde ich auch Flugzeuge zeigen. Wie ich die Episoden machen werde, ob ich dann mal aussteige, da einsteige oder immer so Cuts mache, wo ich dann wieder in neuem Flugzeug sitze, im Himmel mal gucken. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Denke mal auch jetzt im Laufe der Tage. So, irgendwo hier unten ist wieder ein Teil. Aber ich finde es nicht. Ich hatte eben einen Teil, boah, das achte, das war so schäbig versteckt. Ich habe das nicht gefunden erstmal, trotz Sensor hier. Wo bist du? Hallo? Ey, dieses scheiß Gras, ne? Ja, ist das nicht wirklich Gras, aber Unterwasserzeug hier. Da siehst du nichts. So, in der Art war auch ein achtes. Das ist das achte. Ich habe das nicht gesehen. Durch diese Kacke hier. Ah, ich hab's. Jawohl, einfach mal durchgeschwommen. Eiskalte durchgeschwommen. So, ich guck mal die Umgebung hier an. Boah, ich dachte schon. Zig Fische, aber ihr könnt letztendlich hier kaum was sehen. Es ist so dunkel. Oh. So. Und rauf. Und ab ins Boot. Und dann speichern wir eben mal. Zack. Zack. So. Und dann würde ich sagen, 18 Teile habe ich. Und ich gehe erstmal jetzt hier nochmal kurz den Spielstand laden. Ich habe ja hier gespeichert, da wird ja nichts passieren. So, und zwar gehen wir jetzt zu dem Spielstand, wo ich rausgesprungen bin mit dem Jet. Und ich habe in der Luft abgespeichert, deswegen werdet ihr mich gleich einfach nur runterfallen sehen, also nicht wundern.
Und dann werde ich direkt bei einem Hai landen, Leute. Ja, jetzt gleich geht's richtig ab. Oh, da hat man schon so ein bisschen Paras. Vor allem, wenn man den ersten Hai sieht, dann kriegt man echt schon so, oh, Hilfe, der tötet mich. Und ich versuche den mal mit dem Messer zu killen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann frisst er mich halt. Und wenn doch, dann gut. Dann kommt ein neuer Hai wahrscheinlich, der mich dann tötet. Aber wir schauen mal, wie das Ganze so wird. Dann seht ihr schon mal die Haie jetzt hier, beziehungsweise wie die Haie so drauf sind, wie die aussehen. Die würden dann, wenn ich dann so Tiere mal zeige in der Episode, wenn ich das mal machen sollte, da werden die Haie dann nicht bei sein, schätze ich mal, weil die könnt ihr jetzt das schon sehen. Und mal gucken dann, ob und wann ich das mit den Tieren mache. Das steht noch nicht fest, aber mit dem Flugzeug, das steht auf jeden Fall schon fest. Also ich stürze jetzt erstmal ab, weil ich ja hier gespeichert habe. Muss aber vorher den Fallschirm aktivieren, weil wenn du aus der Höhe mit dem Bauch aufklatscht, bist du tot. Nicht nur im Spiel, auch im echten Leben, dann bist du tot. Deshalb muss ich den rechtzeitig ziehen, damit mein Sturz etwas abgemildert wird. Okay, er hat es überlebt. Und ich muss Messer ziehen. Zieh dein Messer. Ach shit, ich habe hier noch kein Messer, fällt mir gerade ein bei der Datei. Na egal, okay, der Hai wird mich fressen. Ich guck aber jetzt. Oh, ich guck runter, ich guck runter. Oh, da ist er, da ist er. Da ist er, meine Freunde. Da ist der Drecksack, der Wichser. Ich tauche nach oben. Ja, die Luft, die Luft. Oh. Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, wo war der gerade? Da ist er, da ist er. Wo ist der? Doch, ich sehe den noch, ich sehe den noch. Ich glaube, jetzt holt er mich. Nein, noch nicht. Da ist er. Das ist so ein Spasti, Alter. Ich kann ja nichts machen. Der wird mich gleich so fressen. Oh, wo ist der? Mama? Oh, Wichser! Eiskalt hier. Boah. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's von der Episode hier. Bis dahin, euer Mr. Adi. Haut da rein und ciao.